Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paper Mario The Origami King. In der letzten Folge sind wir sehr viel hin und her gelaufen. Diese Folge wird hoffentlich ein bisschen spannender, denn diese Folge wird vollgepackt sein mit Minispielchen. Und das erste Minispiel ist im Wurfstern-Dojo. Den haben wir in der letzten Folge ganz am Ende auch einmal ausprobiert. Da habe ich richtig viele Punkte gemacht, habe ich richtig gefreut, dass ich so übelst viele Punkte gemacht habe. Aber das Ziel ist es gar nicht, viele Punkte zu machen, sondern... Genau, man muss genau 21 Punkte haben. Das hätte er mir ja mal vorher sagen können, hat er wahrscheinlich, aber ich habe nicht zugehört. Heißt ja, wir müssen irgendwie rechnen, während wir hier spielen. Und man muss hier immer diese, ja, was sind das, Ninja-Sterne? Das ist voll gefährlich, dass er da hinten immer rumgammelt. Man muss halt diese Ninja-Sterne die ganze Zeit mit dem Hammer abdüdeln, damit die Sachen treffen. Und es gibt auch Minuspunkte und so. Und Ziel ist es, auf genau... 21 zu kommen. So, jetzt müssen wir aufpassen. Wir sind bei 16, das heißt der 5er. Und dann sind wir gut dabei. Ganz genau 21 Punkte. Du hast es geschafft und den Normalmodus gewonnen. Na, was kriege ich? Du hast ein Baseball gewonnen, der von mir höchstpersönlich signiert wurde. Ja! Ich war nämlich für fast ein halber Baseball-Profi-Amateur. Heb diesen Ball gut auf. Ah, klar, den Ball brauchen wir natürlich auch. Der ist natürlich für die Knochen trocken. Die haben doch nach was gesucht, nach was sie besser werfen können. Ich dachte, wir müssen denen irgendwie Wurfsterne geben oder ein C, das man wirft. Boomerang auch genannt. Aber anscheinend ist das ein Baseball. Ja, aber wir spielen natürlich nochmal auf Expertenmodus. 80 oder mehr Punkte? Okay, so viel habe ich nicht mal beim ersten Mal hinbekommen. Let's go! Man hat auf jeden Fall viel mehr Chancen, auf die 80 zu kommen. Das machen wir gleich nochmal. Easy, 94 und ich habe einmal sogar den Toad getroffen. Yes! Und diesmal kriege ich, ja, das habe ich mir schon gedacht, da oben war nämlich so ein Minischatz. Ein Pappmaché, Pappmacho Cooper. Cool, okay, damit haben wir das geschafft. Dann können wir jetzt nämlich den Baseball bei den Knochen trocken hier abgeben. Das sollte ja richtig sein. Guckt euch das an, der ist sogar von dem Toad höchstpersönlich signiert. Ist das nicht der Wahnsinn? Hallo, könnt ihr mich bitte beachten? Hey, mit so etwas könnten wir prima beispielen. Klicker, klicker. Ja, lass uns tauschen. Ich nehme gerne euren Knochen an. Dankeschön. Yes. Ein extra Knochen eines Knochentrockens. Ein Genuss für Hunde. Richtig. Damit gehen wir jetzt natürlich zu dem Kettenhund hin. Ja, feiner Hund. Ja, braver Hund. Guck mal, ich habe einen Knochen für dich. Nur für dich. Von einem Knochentrocken. Höchstpersönlich. Oh mein Gott, Olivia ist richtig mutig. Ja, brave Hundischnundi. Ja, wenn du Essen hast, dann bist du ganz lieber, ne? Ja, fein. Alter, ein riesiges Herz. Ist das etwa ein KP Plus? Hey, was für ein Riesenherz. Sie muss dich wirklich mögen, Tantchen. Ach so, erkennt man Liebe. Wenn einfach so ein riesiges Herz aus einem rausspringt, oder wie? Hui, ich musste sie einfach streicheln. Wenn sie nicht versucht, einen den Kopf abzubeißen, ist sie so süß. Sogar ein Weibchen, ja? Das ist aber schon KP Plus. KP Plus Max 50, 20 Millionen. Jetzt sind wir schon bei der 100. Ich fasse es ja nicht. Wir werden einfach richtig OP. Und damit wird man ja auch immer wieder stärker. Das ist richtig gut. So, hier haben wir auf jeden Fall den versteckten Toad. Der hat sich einfach in der Höhle versteckt, war klar. Uff, endlich wieder normal. Was war ich? War ich ein Fisch? Ich hoffe, dass ich ein Fisch war. Hauptsache kein komisches Krabbelkäferviech. Ich führe die Angelattraktion vor dem Haus der Heimtücke. Komm doch mal vorbei, wenn du Zeit hast. Normalerweise würde hier eine Runde Angeln 300 Goldstücke kosten. Aber für dich ist es umsonst. Ja, weil wir den Probi-Bonus haben. I love it. Genauso wie in diesem Grasland, wo man das erste Mal angeln konnte. Und hier muss auch irgendwo ein Toad drin. Da haben wir noch gleich schon. Mega gut. Hey, was sollte das denn? Ich war glücklich in diesem Fluss. Ich hatte dort Freunde. Ich war beliebt. Ach, Menno. Sorry. Aber Mario ist immer so gemein zu allen. Eventuell kann man da noch einen Schatz oder so bekommen, aber ist mir gerade egal. Ich hätte viel lieber noch ein paar Schnipsel. Aber ich glaube, ich kriege hier gerade keine Schnipsel. Eis, wir gehen hier rein. Ich habe schon wieder vergessen, was war. Das war irgendein Heimtückenlager oder so. Hier, der Boss wartet. Willkommen im Haus der Heimtücke. Hier erwartet Sie ein Ninja-Erlebnis der Extraklasse. Ganz genau, gleich hier im Haus der Heimtücke. Gelingt es Ihnen, unbeschadet zu entkommen? Oder tappen Sie in die Falle? Finden Sie es heraus. Oh, quasi so ein Geisterhaus mit Fallen? Maya-Tempel sozusagen oder so. Was? Ein Haus voller Fallen?
Und sagte er unbeschadet? Heißt das, dass einem da drin was passieren kann? Oh, das klingt alles richtig genial! Rätsel lösen, Fallen ausweichen und schleichen, wie ein echter Ninja. Ich kann's kaum erwarten, lass uns sofort reingehen, ich möchte unbedingt da rein. Und Bobby sieht sogar so aus, als wie ein echter Ninja. Diesmal kommst du mit, oder? Ach, ich weiß ja nicht, Tantchen. Verfallen und Tricks und Ninja in einer schlecht beleuchteten Bude habe ich ja keine Angst, aber... Oh, ist diese ganze Sache nicht, etwas für Kinder? Dafür fühle ich mich dann doch etwas zu erwachsen. Okay, ich sehe auf jeden Fall, dass da oben wieder ein Sticker von dem Olli ist. Das geht so nicht. Oh, und da ist sogar ein Toad einfach unter. Hey, danke! Die Wurfsterne auf diesem Schild sollten sich doch bewegen. Hoffentlich ist mit den Techniken alles in Ordnung. Wahrscheinlich nicht, aber ich kümmere mich drum. Oder auch nicht. Die Techniker also. Die Technik. Thaddäus, die Technik. Oh, und dann ist ja auch noch abgeschlossen. Oh, diese blöden Techniker. Die Technik, Thaddäus, die Technik. Da ist bestimmt ein Toad drin, war so klar. Hallöchen. Alles diese blauen Toads, also anscheinend regieren hier die blauen Toads. Ah, Mario, unglaublich, dass du mich hier entdeckt hast. Ausgerechnet von deinem Felsen. Hast du dich etwa verlaufen? Komm. Kommt hier öfter vor. Zum Beispiel habe ich einen großen, dürren Kerl gesehen, der recht verwirrt aussah und dann da reingegangen ist. Nein, Luigi! Ist Luigi hier drin? Ich muss meinen Bruder retten. Ach komm, Bobby. Ach, ich wünsche euch viel Spaß. Ich warte einfach hier draußen, ja? Ach komm schon, bist du sicher? Wir werden dich da drin total vermissen. Na ja, gut, bis später. Ach, Bobby, du bist so eine Spaßbremse. Seid gegrüßt, Ninja-Lehrlinge. Macht euch bereit für einen unerbittlichen Test eurer Ninja-Techniken. Diesen tödlichen Labyrinth entkommt ihr nur durch meisterhafte Anwendung des Pilz-Ninjutsu. Euer Ninja-Rang entscheidet sich danach, wie viele der versteckten Ninja ihr auf dem Weg findet. Wird es euch gelingen, den höchsten Rang zu erreichen, findet ihr alle Ninja winkt ein toller Preis. Die Prüfung im Haus der Heimtücke beginnt. Oh yeah, das klingt tatsächlich ziemlich witzig, ich bin gespannt. Wie die das umgesetzt haben. Supi, das schaffen wir locker. Und los, ja, let's go. Ab in das Haus der Heimtücke. Hier ist schon mal ein Blöckchen. Mit einem Schweif. Mit einem Schweif. Und das hier sieht so aus, als wenn man da was machen könnte. Kann man aber nicht. Kann man aber nicht. Dann weiß ich jetzt nicht weiter. Was muss ich machen? Oh mein Gott, ein Ninja. Aber er ist so fake. Okay, okay. Huh. Da habe ich aber ganz kurz Angst gehabt. Mann, oh Mann. So. Da, oh. Hallo, kleiner Ninja, hab dich gefunden. Ist das gut oder schlecht, wenn ich dich finde? Okay. Da ist noch einer. Dich ziehe ich natürlich raus. Das ist wirklich einfach so ein Escape Room-Gedöns, ne? Das finde ich mega gut. Escape Room-Spiele sind richtig cool. Ein Geheimweg und da war ein Schatten. Was macht das? Hallo, kleiner Ninja. Überall Ninjas. Okay, kann man hier auch noch öffnen? Eigentlich sind da ja so Tatami-Betten drin. In solchen Schränken. Aber hier kann man sich nur hängen mit einer Kordel. Ja. Überall sind sie. Oh mein Gott, Hilfe. So viele Ninjas. Ich will nicht angegriffen werden. Ich habe sehr dolle Angst vor diesem Ninja. Okay, das sieht so aus, als wenn man auf den falschen Boden tritt. Ja, genau. Au, Ninji. Lol, man kann gegen diese Ninjis kämpfen? Ich bin mal gespannt, was die Ninjis so drauf haben. Also sich krass anordnen können sie schon mal nicht. Das war sehr, sehr einfach. Okay, sie scheinen so 18 bis 20 Leben zu haben. Interessant zu wissen. Ich wollte sie aber sowieso nicht töten, weil ich einfach mal wissen wollte, was genau die machen, wenn sie angreifen. Die werfen Ninja-Sterne und können sich verdoppeln. So langsam füllt sich auch die Reihen da hinten, ne, mit den ganzen Toads. Ist voll nett. Oh, wo kommen diese pinken Toads? Ich kann mich nicht erinnern, jemals pinke Toads gerettet zu haben. Aber safe ist noch unter irgendeinem Teil einen Toad versteckt oder so. Ja, komm. Kommt doch alle her. Oh ja, Dreierkampf. Geil, wenn man mehr auslöst, dann wird das auch ein krasserer Kampf. Das ist ja cool. Und der hat sogar so ein Wasserpergament-Torteil dabei. Die waren fake. Die waren fake. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Und jetzt ist das Wasserpergament-Torting weg. Okay, die Ninjis sind ja richtig krass. Die haben es richtig drauf. Die gefallen mir sehr, sehr gut. Ich dachte, ich bin der Allerkrasseste. Hab meinen Glitzerhammer verwendet, weil ich Geld haben wollte. Und dann sieht er doch fake. Das sind wirklich richtige Ninjas. Die haben auf jeden Fall bei Naruto gelernt. Hundertprozentig. Sorry, kleiner Ninji. Ich mag euch. Ihr seid süß.
Gibt es die Ninjis erst seit Mario Maker 2? Da habe ich sie nämlich als erstes kennengelernt. Oder gab es sie auch schon mal davor? Wahrscheinlich gab es sie davor. Diese komischen grünen Goombas gab es nämlich auch anscheinend schon in den ganz alten Mario-Teilen. Hat der Jay auf jeden Fall gesagt. Danke dafür, by the way. Aber so richtig in der Lore von Mario bin ich halt nicht drin mit den ganzen Monstern und so. Bin gespannt, ob jemand weiß, ob es diese Ninjis davor auch schon mal gab. Ich bin mir ziemlich sicher, wahrscheinlich, weil ich die halt nicht kenne, gab es die in diesem Mario-Spiel, wo man auf diesem Planeten ist und coole Sachen macht. Wie hieß denn das Spiel? Die habe ich halt alle gar... Mario Galaxy wahrscheinlich? Wahrscheinlich heißt das Mario Galaxy. Mario Galaxy habe ich leider nie gespielt, soll ja auch richtig gut sein. Aber ja, nie gespielt, deswegen kenne ich die nicht. Aber da kann ich mir vorstellen, dass da die Ninjis herkommen. Aber ja, bitte mal in die Kommentare schreiben, wo die tatsächlich herkommen. Das interessiert mich wirklich. Sonst werde ich hier wieder angemeckert, dass ich gar keine Nintendo-Lore drauf habe. Und das wollen wir nicht. Zum nächsten Mal weiß ich es dann. Okay, ich habe in diesem Raum jetzt leider zwei Stiefel kaputt gemacht. Glitzerstiefel und Eisenstiefel. Ich hoffe, das wird mir später nicht noch irgendwie zum Verhängnis. Und, ja, wo geht's jetzt hier weiter? Hallo, ich habe alles entdeckt. Nein, ich wurde nicht verarscht. Hier ist einfach eine unsichtbare Tür. Und wir können dann irgendetwas ziehen? Was passiert hier? Was passiert? Okay, da ist ein Ninja. Da ist ein Ninji. Na gut, dann okay, folgen wir den Ninji. Zwei Ninjis. Drei Ninjis. Hey, bleibt stehen. Ich will euch was fragen. Ich bin gerade drei Ninjis gefolgt. Aua, plötzlich sind sie weg. Okay, nicht so schnell hier laufen. Da, nein, da vielleicht. Okay, nice. Das, aua, das erinnert mich auch schon wieder. Hilfe! Okay, an The Legend of Zelda, da gab es auch so einen ähnlichen Raum, nur mit Feuer. Aber, ja, warum nicht? Altbewährtes, hi. Ist ja schön. So klar, das war so klar, dass man da nicht rankommt. Von hier aus? Okay, danke. So, was bist du? Hä, du bist doch... Ah, okay, ein Glitzerwurf haben wir. Why not? Brauche ich zwar nicht... Oh, wirklich? Aber ist in Ordnung. Also hier kommt man auf jeden Fall noch durch. Will ich auch ziehen, glaube ich. Ah ja. Okay, wir können aufs Dach. Und diese Toads heißen immer nur, dass man auf dem richtigen Weg ist, oder was? Ich würde halt trotzdem gerne nochmal hier raus, wenn das geht. Da hat jemand was gebraten. Sieht lecker aus. Man kommt hier gar nicht raus, oder was? Okay, das ist belastend. Dann müssen wir wohl nach oben. Von mir aus. Oh nein, die Ninjis haben sich verwandelt in eine Ratte. Komische Ratte hat mich angegriffen. Okay, aber die sterben sogar mit einem normalen Stiefelangriff. Was ist das denn? Die haben ja gar keine Leben. Ich glaube, wenn ich die in der Overworld anhitte, dann sind die auch einfach tot. Ja, okay, wenn ich sie in der Overworld anhitte, dann sind sie einfach tot. Das sieht sehr merkwürdig aus hier. Das war so klar, dass hier unsichtbare Blöcke sind. Noch einer? Ja. Und da auch noch. Ne, alle unsichtbaren Blöcke gefunden. Kriegen eine Kiste mit einem weiteren Ninja drin? Oder doch? Aha! Ein kleiner Toad war da versteckt. Okay, aber hier geht's ja trotzdem nicht weiter. Hallo, was muss ich denn jetzt machen? Kleiner Toad, bitte hilf mir. Genau, I'm confused. Eure Ninja Confused Taktik hat funktioniert. What the f- Ah, und von hier müssen wir runterspringen. Und dann können wir raus. Oh mein Gott, das ist richtig gut. Ich mag dieses Gebiet richtig, richtig gern. Und die müssen wir jetzt den richtigen Schalter hier finden, oder was? Okay. Okay, ich dachte schon, wir müssen irgendwas mit diesen Dingern machen. Oh, ein Kabuki-Thwomp. Heißen die auch Thwomp, wenn die Stacheln haben? Ich bin mir gar nicht sicher. Stachel-Thwomp heißt er wahrscheinlich. Ein Kabuki-Stachel-Thwomp. Na, Kabuki-Stachel-Thwomp, wie geht's dir? Oh, wenn ihr mal in Japan seid, Leute, guckt auf jeden Fall eine Kabuki-Show. Die sind richtig cool. Kann ich empfehlen, auf jeden Fall. Ein bisschen weird, aber auch cool. Habe ich sogar ein Video dazu gemacht. Ein Vlog, da könnt ihr euch den angucken, Leute. So, die Ninjis greifen wir schon wieder an, die einfach an der Decke geklebt haben. Ich wette mit euch, der eine Typ hier, der vorgibt, dieses Pergamentor-Teil zu haben, ist fake. Wollen wir wetten, der ist fake? Um was wetten wir, Leute? Um was wetten wir? Tja, ihr schuldet mir jetzt alle 5 Euro, und zwar jeder von euch. Hey, aber er hat trotzdem das Pergamentor-Teil dabei. Okay, ich greife ihn nochmal an. Wäre schon echt fresh, wenn man das benutzen könnte, so. Wieder fake? Die habe ich doppelt verarscht! Okay, das wird so blöd. Powerblock des Todes, aktiviere dich! Bin gespannt, wie das funktioniert. Noch nie benutzt. 8 Damage. Die wankeln alle. Okay, das ist doch schon mal gut. Okay. Toads, ich brauche eure Hilfe. Bitte, unterstützt mich bei diesem Kampf. Oh ja, Money! Geld, 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 Geld! Geld, Geld, die Welt!
Danke, ihr Toads. Dafür habe ich 1000 ausgegeben. Oh, mega, mega wack. Also ich glaube, man kann sich merken, die Ninjis, die ein Pac-Mentor-Teil dabei haben, die sind einfach fake. Greife ich nie wieder an. Ich spiele ja mit meiner Hoffnung, dass ich mal wieder ein Pac-Mentor einsetzen kann. Oh, das habt ihr nur davon. Obwohl ihr so süß seid. So viele habe ich besiegt, ihr Geil. So, und was ist mit dem Kabuki-Thwomp da im Hintergrund? Der muss doch auch noch irgendeine Bedeutung haben. Ja, let's go. Falter am Action! Hallo, kleiner Kabuki, bitte sei mir nicht böse für das, was ich jetzt tue. Ich kitzel dich! Ich kitzel dich, kleiner Kajupi! Da! Ich kann mir richtig gut vorstellen. Oh nein. Nee, das bleibt schön wieder zu. Ich geh. Verdammt, na gut. Ich hätte gedacht, dahinter ist vielleicht Luigi, aber nein, es ist einfach nur ein böser Kabuki-Typi. Und hier sind ganz viele Fallen. Oh nein, bitte sei nicht böse. Warum bist du böse? Ich habe dich quasi... Na gut, ich habe ihn geweckt. Ist schon klar. Oh nee, dass er böse ist. Ah! Das hat Luigi auch alles hinbekommen. Ey! Der hätte aber wirklich zerdrückt werden können. Naja, nee, wir sind ja einfach Papier, aber trotzdem. Glückwunsch, ihr habt das perfide Haus der Heimtücke überlebt. Damit habt ihr die Kunst des Pilz-Ninjutsus vollständig gemeistert. Von nun an seid ihr wahre Ninja. Juhu, das ist geschafft. Und zwar ganz alleine ohne Hilfe. Echt toll, Mario, du bist mit allen Tricks und Fallen fertig geworden, ohne meine Hilfe zu brauchen. Um ganz ehrlich zu sein, es gab Räume, da hätte ich nie im Leben weitergewusst. Wow, du bist ein echter Ninja-Meister. Ja, ich bin der Hokage von Ninja Town. Und du hast 20 Ninja gefunden, sehr gut. Nur noch wenige mehr und du bringst es zur Perfektion. Das waren nicht alle Ninja, die ich gefunden habe. Dein Ernst? Aber das hat Spaß gemacht. Das hat sehr Spaß gemacht. Dieses Haus war toll. Das ist auch ein schöner Abschluss, glaube ich, für diese Folge. Danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich über eine Bewertung freuen. Und wenn ihr dann beim nächsten Mal dabei seid, wenn ihr keine Folgen mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.